Schweden 3. Für die Schweden sieht es sehr schlecht aus. Liegen zurzeit nach der Wertung auf den letzten Platz. Außer sie sollten jetzt ein 5:1 nach Hause fahren. Dann wären sie natürlich vor den Polen. Die Startaufstellung mit Rot, Phil Kramp, mit Gelb, Per Johnsen, mit Blau, Steve Regling und mit Weiß, Jan Andersen. Der Johnsen zog die Maschine nochmal zurück. Startiger Erfolg, oh, Fehlstart. Ja, linksseitig ging das Band nicht hoch und so wurden die Fahrer noch einmal zurückgepfiffen. Sie mussten sich noch natürlich wieder zum Rehrand stellen. Es war Fehler in der Startmaschine. Hier stehen sie wieder, alle drei. Warten, dass das Startband wieder zusammengeknöpft wird. Und hier stehen sie wieder am Start. Mit Weiß kommt hier ins Bild Alten Major. Mit Weiß Jan Andersen, mit Blau Steve Regling, aber der Start ist erfolgt. Lass uns überraschen, wer in Führung geht. Mit Weiß ist es jetzt Jan Andersen, mit Rot Phil Kramp auf dem zweiten Platz, Per Johnsen auf Platz 3, auf dem letzten Platz Steve Regling. Jan Andersen, Phil Kramp, Per Johnsen, der jetzt angegriffen wird von Steve Regling. Regling schafft es aber nicht. Per Johnsen bleibt auf dem dritten Platz. Vorsprung von Jan Andersen, riesengroß. Steve Regling, jetzt probiert es nochmal eben Per Johnsen zu. Nein, er schafft es nicht, wird zu weit nach außen getragen. Jetzt versucht Per Johnsen nochmal für Kramp ranzukommen. Führungsposition, Jan Andersen immer noch. Brauchen wir gar nicht mit aufs Bild nehmen. Der nun die Plätze 3, 2, 3 und 4. Es ist wesentlich spannender. Steve Regling bleibt außen. Phil Kramp immer noch auf Platz 2. Nein, Per Johnsen kann es nicht schaffen. Aber jetzt zieht sich das Feld auseinander. Phil Kramp Platz 2, Per Johnsen Platz 3. Letzte Runde war das. Und somit ein klarer 4:2-Sieg für die Schweden. Ja, Steve Regling hatte einen Aussetzer an der Maschine und somit ist er nur gerade noch durchs Ziel gerollt. 4:2 Sieg also für das schwedische Team. 3 Punkte Jan Andersen, 1 Punkt Per Johnsen, 2 Punkte für Phil Kramp und ohne Punkte Steve Regling. Somit schreibt Australien jetzt 9 Punkte und Schweden 7 Punkte.